Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Tipps und Tricks Warzone mit mir, der liebevollen hässlichen Kartoffel. Ich habe mir gedacht, ich mache mal heute ein Video über Warzone und Tipps und Tricks und Movement, was mir in meinem eigentlichen Leben bei Warzone eben hilft und würde euch die gerne mal mit ans Herz legen und mit euch mit abholen und mit dazu nehmen. Und ich habe insgesamt 10 Tipps für euch, die mir das Leben in Warzone relativ oder viel einfacher machen. Und wir fangen auch gleich mal an. Und der erste Tipp, den ich euch gerne ans Herz geben möchte oder legen möchte, ist hier geht der richtig Party ab, ist der Heartbeat-Sensor. Das ist relativ simpel. Viele Leute verschwenden ihre Zeit, indem sie permanent auf den Heartbeat-Sensor schauen und abwarten, bis diese Welle eben bis zum Ende durch ist. Und die Zeit könnt ihr euch definitiv sparen, denn direkt am Anfang, wenn ihr den Heartbeat-Sensor rausholt, seht ihr in dem Fall unten in der Mitte eine Zahl, und zwar die Entfernung. So, wenn die da nicht steht, ist auch kein Gegner in der Nähe. Hier, ihr seht, keine Zahl hier draußen. Sobald ich mich wieder Richtung Store bewege, habe ich unten eine Zahl und kann durchlaufen lassen. So, der zweite Tipp, den ich für euch habe, ist genauso simpel wie der erste. Und zwar, auf der Konsole könnt ihr die Käufe an der Buystation ja immer sofort bestätigen. Das könnt ihr am PC auch, und zwar ohne auf die Maus zu benutzen. Ihr drückt einfach, ihr geht in die Buystation, sucht euch aus, was ihr haben wollt, in dem Fall jetzt beispielsweise eine Drohne, und drückt dann direkt W und Leertaste. Mit W, seht ihr es jetzt gerade, wählen wir direkt Ja aus oder Yes, und mit Leertaste bestätigen wir das. Das heißt, ich kann einfach zack auswählen, zack, upp, Leertaste, fertig gekauft. Das spart so viel Zeit, besonders bei dem, wenn ihr irgendwelche eure Teammates oder so reinkaufen wollt, dann drückt ihr einfach zack, W-Leertaste und habt sofort den Kauf der Kollegen bestätigt. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es spart so unfassbar viel Zeit. Den dritten Tipp, den ich für euch habe, ist, macht den Auto-Deploy von eurem Fallschirm aus. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr auf Optionen geht, Keyboard und Maus und dann auf Movement, und dann habt ihr hier unten Parachute Auto-Deploy, das macht ihr aus. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo hinfliegen wollt, wo ihr es eilig habt, dann habt ihr damit die Möglichkeit, den Fallschirm wirklich kurz vorm Boden erst zu öffnen und somit so viel Zeit zu sparen. Wenn wir zum Beispiel Richtung Superstore fliegen hier, dann habt ihr immer die Möglichkeit, direkt der Erste zu sein, der da landet, beziehungsweise die anderen. Wenn du den Fallschirm in der Luft einmal öffnest und dann zumachst, dann öffnet er sich ja nicht noch einmal. Aber wenn ihr es wirklich eilig habt, dann könnt ihr wirklich kurz vorm Boden den Fallschirm öffnen und es spart so einfach unfassbar viel Zeit. Den vierten Tipp, den ich für euch habe, ist Leitern runterrutschen. Jeder kennt es, steht bei der Feuerwehrstation oben im Turm oder so, da habt ihr vielleicht einen Auftrag, den ihr da annehmen wollt, und müsst die Leiter wieder runtergehen. Da kann ich euch nur ans Herz legen, geht an die Leiter, drückt C und ihr könnt runterrutschen. Ganz einfach. So Leute, ich möchte euch jetzt nochmal den Tipp 5 an die Hand geben, und zwar Loadouts durch die Decke nehmen, beziehungsweise wenn ihr in Deckung seid. Also ihr könnt Loadouts durch Wände hindurch auswählen. Das heißt, es gibt immer wieder Häuser, also auch zum Beispiel die Feuerwehr, wo ihr den Loadout, zeige ich euch jetzt mal, aufs Dach werfen könnt. Und von dort aus könnt ihr den Loadout dann auswählen und seid in Sicherheit. Ich denke mal, das kennt jeder, dass er schon mal den Loadout genommen wurde, hat und in dem Moment von einem anderen Team geholt wurde. Ich werfe jetzt das Loadout aus Testzwecken einmal hier hin. Direkt über uns landen. Ihr könnt durch die Decke das Loadout auswählen und unsere Waffen nehmen. Und so kann uns keiner sehen, beziehungsweise keiner abaimen, und wir sind safe. Den sechsten Tipp, den ich für euch habe, ist Highground. Ihr könnt euch in der Regel Highground sichern. Immer. Zum Beispiel Häuser wie dieses hier. Ihr wisst, irgendein Gegner pusht euch, ist unter euch vielleicht. Ihr könnt aus dem Fenster raus. Ihr springt aus dem Fenster, der Gegner weiß, ihr seid unten und würde euch dann dementsprechend abfangen oder erwarten. Ihr habt aber die Möglichkeit, zum Beispiel in Häusern wie dieses, aufs Dach zu springen, indem ihr über den Fensterrahmen springt. So könnt ihr den Gegner baiten, dass ihr rausgesprungen seid. Er wird euch höchstwahrscheinlich hinterher springen. Ihr habt den Highground und seid definitiv im Vorteil. Das könnt ihr in sämtlichen Häusern machen. Es wird euch wirklich jedes Mal oder oft den Arsch retten. Der nächste Tipp, den ich euch zeigen möchte, den Tipp 7, ist der Side-Glide, also zur Seite gleiten sozusagen. Ich zeige es euch mal anhand eines einfachen Beispiels. Ich möchte jetzt von dem Dach hier gerne auf das Dach da fliegen. Wir können das mal ganz einfach mit einem Doppelsprint machen. Und man sieht es jetzt schon, wir werden das Gebäude hier nicht erreichen. Das ist einfach der Grund, beziehungsweise das, was ich euch jetzt zeigen möchte. Ich werde jetzt mal ganz kurz wieder hoch rauf gehen. Ihr müsst einfach wirklich vom Dach runterspringen und seitlich fliegen. Dadurch fliegt ihr so viel weiter. So, wir sind jetzt wieder oben auf dem Dach und versuchen jetzt mal einfach mit dem Side-Glide wirklich einmal dahin zu fliegen. Und ihr werdet sehen, guckt es euch an, wir sind schon deutlich höher. Wir könnten jetzt die Kante erreicht und hätten es sogar
fast noch aufs nächste Dach geschafft. Wir landen jetzt einfach mal hier. Also im Gegensatz zu dem, wo wir vorhin gegen die Kante geflogen sind, haben wir es deutlich weiter geschafft und deutlich höher gekommen. Und das könnt ihr jetzt auch ganz einfach mit dem nächsten Tipp, den ich euch zeigen möchte, kombinieren, um wirklich super, super schnelle Rotations zu haben. So, der Tipp, den ich euch jetzt zeigen möchte, sind immer wieder Punkte, wie dieser hier zum Beispiel, in Warzone, wo ihr relativ hohen oder es relativ runter geht und ihr den Fallschirm öffnen könnt. Das heißt, ihr könntet theoretisch diese Orte nutzen, in Sidelight nehmen, um wirklich super schnell auf die andere Seite des Kanals oder in die Zone zu kommen. Und das ist wirklich ein Thema, was ihr definitiv anwenden könnt, um wirklich schnell in die Zone oder auf die andere Seite des Kanals oder ähnliches zu kommen. So, der 9. Tipp, den ich euch geben möchte, ist das Helikopter-Movement. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie man sich am schnellsten und am agilsten mit dem Helikopter bewegen kann. Unter mir ist jetzt jemand, der schießt auf mich. Ich werde jetzt mal hier hinten. Ich werde es in dem Video gleich beschleunigen. Oh, Alter, geht er mir auf den Sack. Ich werde es in dem Video gleich einmal beschleunigen. Ich werde einmal gerade runtergehen. Das ist die langsamste Art, wie man mit dem Helikopter auf den Boden kommt. Ich werde es, wie gesagt, im Video beschleunigen und euch dann die Zeit einmal einblenden. Ich drücke jetzt nur Steuerung, fliege gerade runter. So, wir sind jetzt unten. Ich werde euch die Zeit gleich einmal einblenden. Wir gehen mal wieder so hoch, wie es geht. Die zweite Option, die man hat, wäre, man fährt wirklich dabei nach vorne. Das heißt, wir sind jetzt, müssten jetzt jeden Moment wieder am höchsten Punkt sein. So, ich drücke jetzt W und nach unten. Wir sind damit schon deutlich schneller. So, und der dritte Punkt, den ich euch zeigen möchte. Der dritte Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist wirklich einmal, wir gehen wieder an den höchsten Punkt. Ist nicht gerade, nicht nach vorne so nur, sondern kreiseln dabei. Das heißt, wir sind wirklich am schnellsten unten, wenn wir uns dabei wirklich in alle Richtungen bewegen, sozusagen im Kreis. Und ich werde euch die Zeit auch jetzt hier wieder einblenden. Das sind so die drei Möglichkeiten, wie man am schnellsten mit dem Helikopter nach unten kommt. Wenn man aber zum Beispiel zum Bunker oder ähnliches fliegt oder fahren will, dann hat man die Möglichkeit, das wirklich zu seinem Vorteil zu nutzen und agiler zu sein. Der 10. und letzte Tipp, den ich euch geben möchte, ist für das Thema Laufen bzw. Sprinten. Also ihr habt einmal die Möglichkeit, Doppelsprint abzubrechen, dann rutschen, also CC und wieder Doppelsprint. So könnt ihr permanent den Doppelsprint nutzen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ihr eine leichte Waffe habt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Sturmgewehr und einen Sniper. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Sturmgewehr nehme und dann einmal die MP, sieht man schon ganz deutlich, dass ich deutlich schneller mit der MP bin. Also leichtere Waffen geben euch mehr Movement Speed. Wenn euch die Zone also im Nacken sitzt, trennt euch notfalls von einer, beziehungsweise nehmt die MP in die Hand. Wenn das auch nicht reicht, habt ihr die Möglichkeit, die Waffe auch zu droppen und könnt mit den Händen in der Hand loslaufen und damit seid ihr wirklich am schnellsten. Es gibt aber noch einen Lifehack. Wenn ihr zum Beispiel eine Killstreak habt, wie ein Cluster Strike oder ein Airstrike, dann braucht ihr keine Waffe wegpacken, sondern ihr habt die Möglichkeit, den in die Hand zu nehmen. Und dann ist das so, als wenn ihr keine Waffe in der Hand hättet und könnt damit sprinten und seid damit wirklich maximal schnell. Und wenn dann ein Gegner kommt, wechselt ihr einfach wieder auf eure primäre Waffe und schießt diesen ab. So Leute, das waren meine 10 Tipps für Warzone Movement, beziehungsweise nicht nur Movement, da waren ja auch so ein, zwei Kniffe bei, die man vielleicht auch noch so noch nicht gekannt hat. Wenn euch es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche anderen Themen euch wünschen würdet, wie euch das vielleicht auch gefallen hat. Gerne immer Feedback in die Kommentare und falls ihr Lust habt, das Ganze auch mal live zu sehen oder auch mal live zu kommentieren oder mit mir zu spielen, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist mein Twitch-Link, da bin ich dreimal die Woche live und in diesem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Tschüss!